1-2 angeprägt ist. Baden-Württembergs Finanzminister Nils Schmidt hat am Montag das erste Münzstück der neuen 2-Euro-Münze Edition Baden-Württemberg angeprägt. Neben ihm stand stolz der Pforzheimer Eugen Ruhl. Er hat die Münze mit dem Motiv des Kloster Maulbronn entworfen. Neben dem Kloster ist der Brunnen zu sehen. Beim Entwurf habe ich schon gedacht, also ganz abschlage mich nicht. Und wo ich dann gehört habe, das war natürlich eine riesige Freude. So ein Hallo. Und also auf jeden Fall ist die wunderschön geworden. Und das sagen bestimmt die anderen, die das auch in der Hand halten, super. Das Kloster Maulbronn ist ein weltweit einmaliges Kulturdenkmal. Bald wird es 30 Millionen 2-Euro-Münzen zieren. Ab Februar 2013 kommen die 9 Stücke in Umlauf. Die Münze gehört zur Bundesländerserie. Jedes Jahr ist ein anderes Bundesland dran und im nächsten Jahr ist es Baden-Württemberg. Nils Schmidt, Minister für Finanzen und Wirtschaft, freut sich mit Maulbronn. Denn mit dem Zisterzienserkloster wurde ein schönes Münzmotiv gefunden. Das ist natürlich Werbung für Baden-Württemberg. Es zeigt aber auch an, dass wir unser kulturhistorisches Erbe pflegen. Ich war schon häufig in Maulbronn, ich habe mir die Anlage angeschaut, ich habe auch die evangelische Schule dort schon besucht. Ich finde das ganz großartig, dass es unverändert so aktiv in Gebrauch ist, diese historische Anlage. Und die Maulbronner können stolz drauf sein. Eugen Ruhl, gelernter Graveurmeister, entwirft seit 1988 Münzen. Doch in einer so großen Stückzahl wurde noch keine seiner Münzen geprägt. Der 79-Jährige ist besonders stolz. Ja, da hätte schon ein paar gesagt gestern, habe ich dir deinen Portemonnaie nehmen? Ich sage, ja. Dann hat die Frau gesagt, ja, da muss ich aber aufpassen, wenn er es im Geldbeutel hat, die kommt gleich weg. Die wird nicht ausgeben. Ab Februar ist es gut möglich, dass jemand in den 23 Staaten der Eurozone ein Stück unserer regionalen Geschichte im Geldbeutel mit sich trägt.